Willkommen heute im Guitar Warehouse, nicht in dem Warehouse, das jeder andere von euch sonst so kennt, unser normales Guitar Warehouse. Wir sind der Einladung von einem guten Freund des Hauses gefolgt, nämlich Paul Landers von Rammstein. Der hat uns nicht was mitgebracht, sondern der hat das hier in diesem wunderschönen Loft, in dem wir uns gerade befinden. Und das wollte er uns heute mal zeigen, darüber wollen wir heute sprechen. Das ist ein wunderschönes Gerät, ja, mit dem man wunderschöne Gitarrensounds machen kann oder fiese Gitarrensounds. Paul, vielen Dank für die Einladung und wir sind sehr gespannt. Ich habe vorab ein bisschen was spinksen dürfen an Informationen. Viel habe ich nicht bekommen, aber genau deswegen sind wir heute auch hier. Ja, es ist das PL1 von Flyrig von Tech 21. Das ist sehr gute Sache. Bis dann, wa? Alles klar. Erzähl mal ein bisschen was zu der Geschichte. Wie ist es entstanden? Du hast früher viel Sans Amp gespielt. Da gibt es eine lange Geschichte zwischen dir und Tech 21. Also bei mir ist ganz einfach. Ich mache eigentlich nur das, was ich gut finde und vermeide eigentlich, so, wie nennt man das, Endorsements und so Sachen, weil man dann manchmal so in Konflikte gerät und Sachen machen muss, wo man jetzt vielleicht nicht hundertprozentig dahinter steht. Und getreu unserem Motto mache ich eigentlich nur Sachen, die ich wirklich gut finde. Ja. Und weil ich ja sowieso schon seit Anbeginn Sans-Amp spiele, ich habe glaube ich mit dem PSA 1 angefangen, ich weiß ja nicht, wann der rauskam, 1800 irgendwas. Schon was her, ja. Noch vor dem Rec-Format, da waren die Recs noch ein bisschen, ne Quatsch. Also seit langer Zeit jedenfalls und ich bin ein Mensch, der mag keine Amps oder die Amps mögen mich nicht. Ich war nie richtig zufrieden. Das war entweder zu rumpelig oder zu spitz oder jedenfalls, als ich zum ersten Mal mit dem Sans-Amp gespielt habe, war wie so eine, wie sagt man, so eine Erleuchtung. GT2 war das? Nee, der PSA1, ja, okay. Diese Dreckding. Und dann später bin ich noch über den GT2 gestolpert und den fand ich noch ein bisschen besser für meine Zwecke, speziell diese eine Einstellung und den hat er auch immer benutzt. Dann live mal bin ich umgestiegen auf eine digitale Emulation und habe dann aus Blödsinn mal den GT2 wieder angeschaltet an irgendeinem Tag und dann ging so richtig die Sonne auf, als wenn man so, ich will jetzt nicht so fies sein zu diesen Emulationen, die sind ja auch gut, aber für mich war, vielleicht war auch nur der Level lauter und plötzlich klang das so geil. Jedenfalls liebe ich den Sound, A, weil er wirklich eigen ist und B, weil ich kenne jetzt keinen Clawfinger vor 100 Jahren, war auch ein bisschen anders noch, da war noch ein bisschen kartoniger. Und wir beide zusammen, Richard mit seinen Röhren, Richard Röhre, Paul mit dem Transistor, direkt rein, das ist eine gute Kombination. So, lange Rede, jetzt spiele ich ja sowieso immer Sans-Amp und dann, als dann Stefan von Sound Service mich gefragt hat, ob ich in einem eigenen Pedal interessiert bin, habe ich dann sofort ja gesagt. Weil besser kann man es ja nicht haben. Und dann hat es nicht lange gedauert, 3-4 Jahre, 9 bis 11 Prototypen, fertig war die Kiste. Reisen, Schreiben, Urlaub, Hotel, Proberaum, kleiner Gig, das kann ich ja mit dem Flyrig machen. Und das, deswegen finde ich das Format richtig toll gut. Was ich Ihnen immer erzähle, was Sie hätten machen müssen, mal so eine Hand daneben legen, wie klein das ist, weil alle sagen, huch, das ist aber klein. Weil man denkt, das ist so ein Pedal, so ein Riesending, dabei ist das so eine Art Zigaretten. Warte. Ist ganz klein. Wenn man es hinterhält, wird es noch kleiner. Und das, man kann sich nicht vorstellen, dass praktisch alles, was ich brauche, vielleicht brauche ich auch nicht viel, ist jetzt im Prinzip drin. Tuner, Kopfhörerausgang. Das finde ich sehr spannend. Ja, man kann direkt einen Kopfhörer reinstecken. Ein guter Clean Sound, ein guter Main Sound für mich. Effekte, Delay. Also mehr brauche ich nicht. Ich kann da, wenn ich jetzt aufnehmen will, manchmal fahre ich mit Olli nach Kapstadt und dann sind die Tage lang, wenn auch manchmal kein Wind ist und so, dann musste ich immer so viele Kisten mitnehmen. Deshalb einfach die eine und kann dann, wenn wir mal eine Idee haben, kann ich es aufnehmen. Was du damit meinst, ist auch, dass man das Ding vor den Verstärker hämmern kann, man kann es einschleifen, man kann es in die PA reinfahren. Also es ist sehr vielseitig, was das direkt
Plug-in-Play anbetrifft. Also ich muss zugeben, ich habe es noch nie von Verstärker gemacht, weil das für mich schwachsinnig ist. Weil das klingt so schön, wenn man das direkt recordet. Also das, ein Verstärker würde eher verschlimmern, finde ich, meine Meinung. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das einfach als Effektgerät nehmen und vor einen Verstärker machen. Das geht auch. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Ich liebe das, die Tatsache, dass ich es direkt reinstecken kann in Computer oder in die PA oder in die Gesangsanlage. Mhm. Also ich brauche kein Amp. Vielleicht ist es doch Faulheit? Nee, ich mag diesen direkten Sound. Warum denn die Gitarre so unnötig kompliziert machen? Mhm. Okay. In Amp und dann wieder über Mikro, Box. Oh, das sind so viele Komponenten. Wenn ich am Amp drehe, wird es immer schlechter. Sound reden. Muss man sagen, das ist vielleicht jetzt dein Sound mit diesem Board, den du kreieren kannst, wiedergeben kannst. Ich finde es aber halt sehr vielseitig für Leute, die auch vielleicht keinen Rammstein-Sound machen wollen. Ja, unbedingt. Also das sieht jetzt zwar so ein bisschen rammsteinig aus, aber die Bandbreite ist sehr breit und es fängt von ganz clean an. Roland Jazz Chorus, ja. Mag ich. So null, also ganz, ganz clean, ne? Dann kann man da auf die Bite-Taste drücken, dann wird es ein bisschen das bricht so ein bisschen, wenn man ganz doll spielt. Das Gain runterdrehst und am Volumen Poti ein bisschen leiser machst, kannst du auch richtig crunchy, weil ich eklig finde. Also man kann das Gain reduzieren am Volumen Poti. Das kann man sowieso, ja. Aber wenn man dann noch weniger will, als der bietet, also man kann richtig wenig Gain haben. Ich hasse Crunch, da kannst du mich jagen mit, aber das geht damit auch richtig doll gut, weil es auch analog ist. Klingt das auch cool. Und dann kannst du richtig Brett fahren und auch noch übertreiben. Wichtig, dass die Regler in allen Regelbereichen auch funktionieren, weil es gibt ganz oft so Geräte, da drehst du dran, dann so geht's nicht und so geht's nicht, aber so geht's. Das finde ich immer blöd. Also wenn ich den Regler habe, dann will ich auch, links geht's eben besser so, rechts geht's besser so. Also das wird immer nur, man kann so Geschmack einstellen, verstehst du? Also das war mir ganz wichtig, dass die Anschläge, also die sollen Leute sich wundern und sich ruhig trauen, du kannst eigentlich alles bis zum Anschlag nehmen. Das war mir wichtig. Mir war wichtig, dass ein Negativboost drin ist, wenn wir manchmal den Strophen weiterspielen, dass ich auf einen Tritt so einfach ein bisschen leiser trotzdem im Mix zurücktreten kannst. Ja, genau. Das ist wichtig. Positiv-Boost sowieso, Mitten-Boost auch gut, wenn man Lead spielt, dass sich das so besser durchsetzt. Dann war mir wichtig, dass hinter der ganzen Kiste ein Low-Cut ist, der ist bei 50, glaube ich. Das heißt, wenn du besser reindrehst, also Low, dass das nicht so muppelig wird unten, sondern bleibt präziser. Also du kannst richtig viel besser reindrehen, ohne dass das mumpflig wird, weil das finde ich immer schlimm. Bei der Gitarre, wenn man ganz ehrlich ist, braucht besser. Das ist immer schön zum Angeben, aber jeder Tonmann, der ein bisschen was von seinem Handwerk versteht, schneidet dem Metal-Gitarristen die Bässe hinten ab, sagt es ihm aber nicht, weil das klingt dann im Mix besser, immer. Mehr Mitten. So, das war mir wichtig, dass die Delay so einen warmen Analog-Charakter hat. Das hat mich überrascht. Also ich hätte niemals geglaubt,
dass du ein analoges Delay reinbaust. Ich schwöre auf die Teile. Aber es ist doch logisch, weil es ein analoges Pedal ist. Naja, da muss ich jetzt mal ein bisschen, ihr könnt jetzt einfach ja sagen, aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ist das eine analoge Emulation. Mhm. Weil wir verlassen hier, der analoge Pfad geht durch, aber wir fahren nochmal eine Seite und haben dann digitale Delay, was ein analoge simuliert, weil das technisch nicht möglich war. Das Vibrato. Ja, das Vibrato, haben wir jetzt nicht vorgeführt. Der Delay, ich glaube, der Delay-Chip, der da drin ist, der kann auch Vibrato. Und das wäre dumm, diese Funktion nicht zu nutzen. Zumal, wenn man jetzt einen guten Clean-Sound hat und dann ist der zu fröhlich, dann kann man mit dem Vibrato den sofort traurig machen. Okay. Ach so, jetzt noch eins zum Ambience. Die Ambience sind ziemlich groß. Also das ist so eine Ambience-Großtaste. Das ist irgendwie damit wie singen im Badezimmer. Mhm. Also wenn man da so sitzt, ein bisschen niedelt, dann ist es schön, wenn es so ein bisschen mehr klingt, als man dann live wirklich nehmen würde. Aber einfach also quasi so ein Amp in the Room? Nee, nicht mehr so. Amp, sondern mehr so diesen Badezimmer-Effekt. Dass es einfach ein bisschen mehr klingt, als es ist. Du hast gerade gesagt, live spielen, das finde ich jetzt eine spannende Nummer. Das Ding habt ihr Test gefahren. Prototypen habt ihr verschlissen. Ihr habt Fachleute gefragt, Leute eures Vertrauens, wie das klingt im Live-Einsatz. Also das setzt du auch live ein. Ich fand die Idee gut, diese riesen Rammstein-Welt. Mhm. Und ich spiele mit dieser kleinen Kiste. Das schon aus dem Grunde, um das jetzt zu erzählen und ein bisschen anzugeben, habe ich es gemacht. Weil ich das gut finde. Und ich musste ja auch Erfahrung sammeln, weil der Main-Sound, das ist ja nicht so leicht. Gitarren-Sound, jeder, der Gitarre spielt, weiß, oh Gott, wenn man da was gefunden hat und edit dann so richtig gutes, manche, also die meisten findet nie den optimalen Sound. Ich suche ja auch immer noch weiter. Und deswegen mussten wir natürlich auch sowieso auch live testen, so gucken, wo liegen wir. Weil zum Beispiel vorher war der ja noch aggressiver. Das fand ich total gut, aber im Live war das zu viel. Das hat sich dann so, war eigentlich, hat man nicht mehr so gut gehört. Habt ihr noch richtig irgendwie für den FOH gefragt, wie klingt das Teil? Ja klar, wir nehmen oft auf, da läuft einfach ein Pro Tools System mit und dann hört man sich danach an und denkt, das war zu fies. Mhm. Oder man hat ja dann auch noch die Spur vom GT2 daneben und kann man das so angleichen. Und wie hat die Kommunikation stattgefunden? Seid ihr dann zu den Tektonion-Leuten hin und habt gefragt, lass dich da und da noch ein bisschen tweaken? Oder? Da kommt Stefan wieder ins Spiel. Der hat praktisch den Mediator gemacht und hat er sehr gut gemacht. Er konnte sehr gut vermitteln, ohne dass wir so ein stille Postding hatten, sondern der konnte es fast noch besser ihnen erklären, als ich es ihm erklären konnte. Okay. Und wir haben dann oft mit Soundschnipseln gearbeitet und wir hatten ja so eine Art Vision. Ich wusste ja, was ich will. Mein GT2 mit einer besseren Mittenkontrolle. Mhm. Man gibt ja EQs und dann kann man so in der heutigen Zeit sich so Sachen hin und her schicken. Das ging dann so weit, dass ich praktisch meine Hauptgitarre clean aufgenommen habe und habe dann nach New York geschickt. Da konnten sie dann mit dem Clean-Schnipsel direkt immer gucken, wie klingt es denn im Endeffekt. Oder sagen wir so, die haben dann nach dem 9. Prototyp gesagt, Paul, jetzt reicht's. Jetzt, der klingt geil, jetzt nehmen wir den. Und, weil ich finde ja kein Ende. Gibt ja immer irgendwas zu optimieren. Und dann haben sie dann immer auch gesagt, jetzt hier noch. Und dann habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Weil es ist ja jetzt hier keine Atombombe, es ist jetzt nur ein Fly-Rig, der unterwegs spielen kann und so. Und dann soll man auch mal sagen, gut jetzt. Was hat Richard dazu gesagt? Wir tun so, also wir reden ganz wenig dienstlich miteinander. Also wir reden privat ganz viel über Musik. Also über unser Gitarrenzeug reden wir nie fast. Abgefahren, okay. Das ist wie so ein Tabuthema, merke ich gerade, während du das jetzt so sagst. Also ich weiß, er spielt Röhrenamps, ne? Ja. Und ich weiß, vielleicht weiß er, dass ich Sense-Amps spiele, aber wie machst denn du das da? Und so, das nicht.
fällt mir gerade auf. Hast du es auch schon bei Aufnahmen, bei neuen Aufnahmen eingesetzt? Ja, also bei der Vorproduktion war es dabei, als wir an den Songs gearbeitet haben, war es dabei. Im Studio war es mit. Ja, also immer Prototypen. Ja, klar. Das ist irgendwie spannend, dass, du so mutig bist, dass während einer, also einer Rehearsal-Situation kann ich das verstehen, eine Jam-Situation auch, aber dann den Mut zu haben, okay, wir probieren das halt im Studio aus, während der Aufnahme, das ist schon abgefahren. Aber ist gar nicht so mutig, weil gerade im Studio hörst du. Okay. Ich wollte ja auch ein bisschen hören, was sagen die Leute dann. Versammle ich alle, wir nehmen ein paar Spuren auf und dann kann man ja viel, viel besser gucken. Klar. Was macht's, was kann's, ist das besser. Ja, also ich habe praktisch auch, um voranzukommen, das im Studio benutzt, weißt du? Um zu sagen, ja, das ist gut oder da müssen wir noch was hinmachen. Da sind ja auch zwei Sense-Amps drin, einer für den Clean und einer für, sind zwei unabhängige Kanäle. Mhm. Und das ist ja also eine Entwicklung. Man hat manchmal so Vorstellungen und man weiß ja nicht, ob es sich dann auch so in der Wirklichkeit so... Die beiden Kanäle heißen übrigens Clean, Wasser und Distorted, Feuer. Ja, dachte man so ein bisschen. Man versteht ja, was ihr meint, also hoffe ich jedenfalls. Die verzerrte Maschine hier drin hat nichts mit dem Flyrig sonst zu tun. Das Flyrig ist fast schon mehr wie ein Amp, weil Andrew von Tech 21 geht ja auch weiter. Also die entwickeln sich auch weiter. Das klingt schon fast mehr wie ein Amp, aber das mag ich ja gar nicht. Okay, ja, das hast du ja eigentlich schon gesagt. Ja, man würde gerne mit dem Amp spielen. Also ich finde diese spezielle technische, wie sagt man, die technischen Aspekt an dem GT2 finde ich so gut, dass er nicht eben, dass er eben so ein bisschen einklingt. Ja. Paul, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du uns das PR1 gezeigt hast. Ja. Danke. Nimm mit, komm. Ey. Okay.